So ihr Lieben, ich bin jetzt in Düsseldorf angekommen. Da gibt es einen Manga-Laden, der heißt Rune. Und den besuche ich jetzt heute zum ersten Mal hier in Düsseldorf. Von außen sieht das ziemlich nice aus. Das Ganze zeigen wir euch jetzt in diesem Video. Auf geht's. Moin Moin. Hi. So, jetzt zeigen wir euch, was es hier so gibt bei Rune in Düsseldorf. Fangen wir an mit diesem riesen Manga-Regal. Seht ihr das? Ja, was habt ihr so für Mangas? Ja, also bei uns sind die halt nach Verlag erstmal sortiert. Mhm. Erst Carlsen, Tokyo Pop, dann Egmont, Kase. Geht dann hier weiter. Hast du schon gesehen? Auch Tokyo Pop, Panini Manga, Kase, Ultraverse. Mhm. Auch ganz neu, ne? Genau. Echt schöne Sachen bei Ultraverse. Oh ja, das stimmt. Zum Beispiel Comic Slayer. Richtig da geil. Da habe ich nur den Anime geschaut. Ja, der kommt jetzt auf Deutsch, ne? Bin ich mal gespannt. Und aber ich muss sagen, keine Sheets für die Liebe war so mehr meins. Ja, wo ist das jetzt? Ist das hier ist der neue. Ach, da ist der neue. Und dein Lieblingsmanga von hier? Gibt es überhaupt? Die jetzt gerade hier sind, ist die Frage. Also Kamo von Anzabo. Mhm, ja. Kann also Bones Withing. Ist ein absoluter Favorit. Oder Ghost Tower, auch mein Lieblingsmanga. Richtig geil. Oder I Am a Hero. So zombie-mäßig. Auch ganz neu. Imhotep finde ich sehr cool. Auch ganz neu für die Yu-Gi-Oh! Fans, ne? Ja, aber hast du schon weitergelesen? Also, nee, nur den ersten. Den zweiten gelesen. Jetzt erstmal angefangen und der ist dann schon ein bisschen heftiger. Ja? Okay. Also mittendrin wird der schon was. Oh, heftiger. Wow. Okay, ja. Ja, ja. Sehe ich schon. Ja, cool. Was haben wir da oben? Nemo und Nikos. Kommt von euch, ne? Die jetzt nicht, die kommen direkt aus Japan. Direkt aus Japan. Direkt aus Japan, Leute. Aber unsere kommen hier. Also das sind unsere. Ja, gibt es kleine und große und ganz große, ne? Ja, klein. So wie ich das hier. Und groß. Ich habe so eins bei mir zu Hause. Ich fand es so niedlich, deswegen habe ich mir eins gekauft. Jo. Also das sieht da richtig nice aus. Das war unser allererster. Wow, echt? So klein hat es angefangen? Genau, also ich glaube, der fing mit groß, also der große fing zuerst an. Okay. Ja. Und dann wurde er klein. Richtig nice. Aber das gibt es auch auf Messen, ne? Genau. Wo seid ihr immer sonst auf Messen? Die nächste Messe, die jetzt kommt, ist ja die LBM. LBM, genau. Ja. Da finde ich jetzt auch. Dokumi. Ja, Dokumi sind wir dann auch wahrscheinlich. Magic. Ja. Konichi oder sowas. Ne? Bei uns auf der Website. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja, www.rune-online.de. Ja. Da haben wir halt auch stehen, wo wir dann sind. Okay, das ist ja geil. Ja, und hier sind die neuen Mangas oder wie sehe ich das jetzt? So? Hier sind die neuesten. Okay. Genau. Dann gibt es hier noch Kursformate, ne? Genau, und von Tokipop. Sammelboxen. Ja. Ja, Carlsen, Egmont ist ja auch dabei. Terrasformas ist geil. Ghost in the Shell ist auch geil. Duck and Tyken als Box mit Schuber, ne? Moriarty ist cool. Hier? Ja. Noch nicht gelesen. Noch nicht gelesen? Noch nicht gelesen. Ist echt schick. Aber das ist geil hier. Last Hero Inoshiki. Auch geil. Wollte ich mal anfangen, habe ich aber noch nicht. Lohnt sich auf jeden Fall. Es kommen immer so viele neue Sachen, die einfach cool ja, sind. Ja, man hat auch keine Zeit dafür, ne? Ja, und dann kommen noch Animes, die man auch noch schauen will. Mhm. Was ist das? Der Wundertüttel? Ja. Was ist da so drin ungefähr? So Mangas? Also wir haben Manga drin, DVD, eigene Boxen, Tassen können drin sein. Es können auch mal kleine Plüschtiere. Der ist aber riesig, ne? Ach was. Das ist eine Lebensgröße. Hab ich noch nie gesehen. Schau. Wow. Fast gleich groß. Ja. Nur, dass der noch niedlicher ist. Ne?
Oh ja, das stimmt. Cool. Tassen habt ihr auch? Genau, das sind aber auch unsere eigenen von Chosen Bobbles gezeichnet. Ihr könnt noch einmal sehen, wie es aussieht. Ja, dann gibt es auch einen eigenen Comic, Manga. Genau. Das ist ein Grown-Up Game von Chosen. Mhm. Sieht auch nicht schlecht aus. Was kostet das? Die kosten 12,50 €. Okay. Nicht schlecht. Okay, auf geht's. Und der ist auch in drei Bänden abgeschlossen. Jetzt bist du bescheuert. Ich hasse diese langen Bände. Dann gibt es hier auch Tassen, ne? Von Dragon Ball, Naruto, Tokyo Ghoul, Death Note, Bleach, Pokémon, ja. One Piece, alles Mögliche. Final Fantasy. Ja. Dann gibt es hier noch Pokémon. Ne? Flauschi-Dinger, wie heißen die Dinger? Flauschi, ne? Flüsch. Ja. Ich sag immer Flauschi. Was? Sind ja auch Flauschi, ich glaube. Dein Lieblings-Pokémon? Lieblings-Pokémon? Natürlich Pikachu. Pikachu? Pikachu, ja. Nee. Also nee? Glumanda. Glumanda? Ja. Oder Shaggy? So wie Sasam. Wie Sasam, ja. Nee, Glumanda, also beziehungsweise Glurak am Ende. Krass. Und die kommen aus Japan? Und wo die kommen die her? Die kommen direkt aus Japan, aus dem Pokestore. Ja. Pokécenter. Cool. Dann gibt's hier auch noch Postern. Verschiedene Animes, zum Beispiel Sailor Moon. Was haben wir noch? Yokai Watch. Wieder Yokai Watch. Pokémon. Naruto, Chibi. Kintama. Seht ihr das? Richtig nice, ne? Ach, das habe ich gesehen auf Instagram, ne? Genau, das gefiel dir doch, ne? Ja, das war nicht ganz nice. Wolltest du nachher mitnehmen, richtig? Wahrscheinlich. Oder auf Messen. Mal schauen. Ja, dann gibt es hier auch noch Animes. Von Dragon Ball. Richtig nice. Blood Lad. Detective Conan. Was sind deine Lieblingsanimes? Eindeutig natürlich One Piece. One Piece. Okay. Ja. Die ganzen Sachen, die früher auf RTL 2 liefen, muss man ja gesehen haben. Inuyasha? Ja, Inuyasha hat mich nicht so umgehauen irgendwie. Oder so, das? Ich meine, Bloodlet hast du ja gerade schon erwähnt, auch geil. Ja. Und dies, Detektiv Conan. Hanma anderthalb. Oh, ja. Ah, ist ja nice. Ich glaube, das sind die ersten drei Boxen, ne? Von damals. Ja, genau. Nice. Was gibt's hier, ihr Lieben? Was gibt's noch? Ragnarok? Ragnarök? Gab's ja damals bei Panini Video, ne? Und jetzt nicht mehr verfügbar. Ich habe auch nur die ersten zwei Folgen mal gesehen. Okay, und wie fandest du das? Fand's sehr interessant, nur irgendwie, ich weiß nicht, aus den Augen verloren und nicht mehr weitergeschaut. Ja, vielleicht machst du es irgendwann später. Die Liste wird ja immer größer, ne? Dann gibt's wieder hier Wundertöten. Ist unterschiedlich die Preise, ne? Genau. 15, 20, 35, 100, 50 und da ist alles wirklich drin, ne? 75er, ja. 5er. Alles ist drin. Ja. Dann geht's weiter mit Figuren. Mit Figuren, ja, das muss auch sein, ne? Die kommen alles aus Japan, ne? Genau. Wow. Da müssen wir die Tage noch mal ein bisschen die Vitrine voller machen, ne? Ja. Denn am Samstag haben wir unseren Räumungsverkauf. Ja. Und dann kosten alle, die jetzt hier in der Vitrine stehen, nur 25 Euro. Nur 25? Ja. Alle, die hier stehen? Ja, klar. Wow. Krass. Aber normalerweise kostet so eine Figur, was kosten die normalerweise? 40, 50 Euro. Genau, auch noch. Bisschen teuer, ne? So, dann geht's mit Popfiguren. Ihr seht schon, das ist eine riesige Ecke hier. Seht ihr das im Video? Riesig, ne? Ja, was habt ihr so für Figuren? So Comic-Figuren oder? Alles. Also, wir haben hier Animes.
Wir haben. Warte mal, Peace. Gibt es auch noch Figuren? Ja, Tokyo Ghoul. Das finde ich interessant von Formidable Alchemist. Eric. Es gibt ja auch von jeder. Auch nicht also es gibt von vielen auch Special Editionen. Mhm. Und die sehen dann einfach ein bisschen anders aus. Wir haben, dann haben wir hier ganz viel Disney. Wir haben Serien. Alles sortiert, ne? Nach Disney. Filme, also Comics. Kommt Marvel, dann kommt DC. Ja. Interessant. Movies, Games. Dragon Ball oben sehe ich schon. Seht ihr das auch? Sailor Moon. Street Fighter. Was noch? Mortal Kombat. Der sieht ja aus wie Ash, ne? Ohne Scheiß, oder? Mit Cap. Ja, nur die Haare passen nicht. Okay. Ich hab nicht so lockige Haare. Und ja, dann gibt es hier noch Kingdom Hearts. Richtig aus zum Spielen, ne? Und das Neue jetzt. Ja, also die sind jetzt aus dem Neuen. Und aus dem Neuen? Genau, wir haben aber auch noch... Da. Ja, genau. Die sind auch aus dem Neuen. Ich hab's leider noch nicht gespielt. Und da oben sind die größeren Figuren. Was kosten die denn ungefähr? Alle unterschiedlich. Also die fangen bei 16,50 an und dann aufwärts. Ja, okay. Boah, ich habe noch nie so solche Figuren gesehen in groß. Guck mal, Shenlong. Sonst sind die immer so klein, ne? Shenlong gibt's auch. Und da haben wir den sogar in Gold. In Gold, krass. Soll ich dir eine Leiter holen, damit du besser drankommst? Ja. Wie das? Ja klar, guck mal da hinten, da ganz hoch. So. Bis ihr wieder kommt, zeige ich euch jetzt. Die anderen Figuren. Sieht ja nice aus. So, jetzt gehe ich nach oben. Ich hoffe, ich kipp nicht um. Ich halte dich fest. Okay, gut. 1, 2, 3, 4 und. Peace. So, da ist er. Shenlong ist da. Und der andere Shenlong. Richtig nice. So sieht es von oben aus. So, jetzt geht's nach unten. Ja, du sagtest, du hast zwei Stück, ne? Ja. Zwei. Ja, ich kann nicht übertreffen. Ich habe sogar drei. Drei? Ja. Oh, Ghost in the Shell gibt's auch. Krank. Einfach nur krank. Ja, zum Film. Ja. Geil. So, dann geht's weiter. Was ist das für ein Tisch? Hier sind auch Neuheiten. Auch Neuheiten. Für Girls oder einfach nur so? Einfach so wegen Platz. Okay, verstehe. Postkarten sind auch hier. Genau, auch von Chosen gezeichnet. Das sind unsere kleinen Plüschtiere, die du ja gerade schon gesehen hast. Okay. Gibt es hier auch noch Figuren, Karten? Gibt es auch Yu-Gi-Oh! Karten oder weniger? In Soling haben wir Yu-Gi-Oh! Solo. Da haben wir auch Pokémon Karten. Ja, aber das zeige ich euch demnächst. So, Figuren wieder. Mangas. Die Kasse. Und wieder Figuren. Ja, die sind auch teilweise das teure. Black Coco. Was es hier alles so gibt. Wahnsinn, ich glaube, ich habe. Zeige ich dir? Ich habe den hier. Ah, ja, genau, den habe ich hier. Den. All Night, All Might, genau. Den habe ich hier. Ach, dann fällt mir auf, hier gibt es auch noch Tasten. Rucksäcke. Und Itabix. Krass. Für die Girls unter euch. Muss nicht unbedingt, also kann auch Kerle nur nutzen, so ist das nicht. Wir haben jetzt bei dem sogar. Boah, mit Licht und nein. Doch. Wie süß. Man muss ja aufpassen. Krass. Heutzutage. Ja, ja, ja. Ist ja mega. Was kostet das? Die kosten so 35 Euro. Ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Es gibt ja etliche verschiedene.
Also es gibt die auch so, da kannst du einfach alles sehen, was du in der Tasche hast. Ja. Wenn du halt keine Geheimnisse hast. Würde ich aber nicht machen. Vielleicht ein Manga oder so. Portemonnaie eher weniger. Sonst kommt ja jemand hinterher und will dir was klauen. Verständlich. Ich persönlich finde gut, wenn du auf einen Con gehst, kannst du da einfach dein Ticket vorne mit reinlegen. Ja. Und kannst das jedem dann halt zeigen. Hier. Ah, ja. Ja. Buttons werden nicht einfach geklaut und fallen ab. Ja. Da oben gibt's auch Figuren. Jo, dann geht's weiter mit. Ach, T-Shirt gibt's auch. Ja, hier hast du sogar noch ganz viel mehr. Da. Von Trunks. Boah, ist der heftiger. Von verschiedenen Animes. Ja, das ist toll. Sword Art Online. Was ist das? I'm a Hero. Oh, nice. Boah. Das ist nice. Oder das? Yuri. Yuki. Yuri, genau. On Ice. Heftig. Jo, geht's weiter. Das ist mein Favorit einfach übersprungen. Oh nein. Ja. One Piece? Ja klar. Chopper? Also Ace eher, aber vom Shirt her ist das doch echt cool mit Chopper. Nice. Aber das eine von I Am A Hero war auch nice. Das stimmt. Das war nice. Ja, hier gibt es auch ebenfalls Figuren von Pop. Die haben wir reduziert. Ach, die sind die reduzierten. Genau. 10 Euro. 10 bis 15 Euro. Okay. Und hier gibt es auch Tassen von euren Mangaka. Genau. Und Mangas von Kaizen. Dragon Ball, One Piece, Soul Eater, Fairy Tail. Ja, der Zeichner kommt jetzt nach Leipzig, wie ihr wisst. Nur einmal in Leipzig. Jo, dann geht's weiter mit. Wer weiß. Gibt's hier noch Figuren? Hier, Figuren. Auch 35 Euro? Ne, 25 Euro? 25 am Samstag. Okay, nur am Samstag, ne? Selbst das Alien dann. Guck, was es normal kostet. Nein, krass. Von Boruto gibt's auch noch. Wieder Figuren. Da oben, was, wie heißen die Dinger? Dakimakura oder halt auch Seidenschläferkessel. Mhm. Ich spiele auch. Monopoly. Jetzt gibt es hier was Kleines. Chibi-Dinger. Ne? Figuren? Ja. Also das hier ist wirklich so derzeit ein Renner, weil du hast einfach super schöne Terrarien, ja, wo die Pokémon drin sitzen. Und das Schöne ist ja, in einem Display hast du einfach alle einmal drin. Und das ist so eine Matchbox. Genau. Also hier. Du weißt ja nie, was da drin ist, ne? Nee, du weißt nie, was drin ist. Außer du kaufst das ganze Display. Dann weiß man das auch. Dann weißt du, dass du alle sechs hast. Sieht man das im Video? Boah. Ist das hier so Schlüsselanhänger, ne? Also Minifigürchen, Schlüsselanhänger. Von Conan gibt's auch hier. Das hier Karten. Nee, doch. Nee, auch Anhänger. Auch Anhänger, okay. Italia Buttons. Kleine. Von Zellamon gibt's auch hier was. Nice. Ach, das ist ja interessant hier. Damen, was Pfund. Ja, solange es Damen sind, ist ja okay, ne? Gibt's auch von Männern, ne? Kennst du das mit Zorro, wo der Brüste hat? Kenn ich auch. Merkwürdig. Kenn ich auch. Und hier gibt's da Mundschutz. Stimmt's? Ja. Das gefällt mir mehr. K-Pop-Szene sehr beliebt. Ja, ich bin nicht so der K-Pop-Fan. Überhaupt nicht. Nicht. Jo. Aber kann man sich mal anhören, ne? Ja, kann man.
Ab und zu, ja, gibt es auch gute Lieder. Was ist das? Pack, ja, Bags. Pack. Genau, sind so Anhänger. Auch wieder Anhänger. Hier siehst du, wie die so sind. Ah. Gut. Wieder Figuren. Sieht ja sexy aus. Da gibt es am Samstag sogar 10% auf alle Figuren, ne? Hier? Ja. Okay. Also auch auf die Pop-Figuren und. Ja, nice. Was gibt's hier? Gashapons. Ich habe das Gefühl, ich bin in Japan. Stimmt das? Ja, fast. So ähnlich, ne? So eine Ähnlichkeit. Wir sind in der also im japanischen, ja, Viertel. Ja. Ist doch schon nah dran, oder? Ja, stimmt. Und was ist das für Dinge? Sind auch Figuren, ne? Kleine das Figuren. Das sind Gashapons. Also in Japan selber hast du ja sowas wie einen Kaugummi-Automat. Ja. Schmeißt dein Geld rein, drehst und, ja, kriegst eine davon dann zufällig. Also jetzt senden wir was für zufällig. Aber wenn du hier bist, kannst du auch hier aussuchen, ne? Ja. Also da wenn kann man auch sehen, was Zeit, da genau drin ist. Wenn du ein bisschen Zeit lässt und reinschaust. Dann das ist da drin, sagen wir ja. Das ist Pikachu. Pikachu. Ein kleiner Pikachu. 6,50 €. Enigma oder Fuchsmasken. Boah, sieht auch nice aus. Ja. Für jeden was dabei, ne? Habe ich die gute Dame nicht vorhin noch bei dir gesehen? Ja. Ist sie das? Ich denke schon. Ich denke auch. Sieht sehr ähnlich aus. Stimmt. Ach, von Con gibt's auch noch. Ja, gefällt mir. Gibt's wieder hier noch. Schöne Sachen. Das ist mega nice. Ja, Bento Box. Bento Box. Das wär's erstmal, oder? Hast du schon unsere eigenen Anhänger gesehen? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Boah, das habe ich verpasst. Also, hier haben wir Nige, ja, wo wir die grüne Katze von haben. Ja. Und den Chibi dazu. Hochmut plus Chibi. Mhm. Trägheit. Völlerei. Mhm. Wut. Gier. Das gibt es nur hier in diesem Shop. Oder auch woanders, ne? Und in Soling. In Soling, genau, okay. Gut, ich denke, wir sind fertig, ne? Oder? Dann gibt es hier jetzt was überlosen. Kannst du ja gerne zeigen. Ja, das sind Flüchtlinge. Das gibt es hier in diesem Video zu gewinnen, ihr Lieben. Guck mal. Guck mal, wie süß die sind. Ist das hier zum Schlafen, ne? Genau, super Kissen, fühl mal. Boah. Süß. Ja, das dürft ihr bei mir gewinnen. Einfach Rune Gewinnspiel drunter schreiben. Hashtag Rune Gewinnspiel. Machst du das auf Instagram? Ja, kann ich auch machen. Dann können wir das ja auch posten und dann können die Leute hier einfach alles liken. Ja, von mir aus.